komme ich nicht hin. Ja, verdammt. Okay, das war auch zu lasch. Komme ich leider nicht rüber. Dann vielleicht hier. Ja, das war jetzt dumm. Yay, ich fall runter. Yippie. War genau der Plan. Ah nein, da komme ich nicht rüber. Ich sehe das gerade. Oh, wieder zu ungeduldig. Ich bin wieder zu ungeduldig. Da komme ich gar nicht hin. Ich schaue morgen erstmal wieder eine neue Folge Ruby. Ja, ich möchte auch. Kann ich den da auch mitnehmen? Bravestar und Astro-Dinos war nice. Ja. Das mit den Dinos kenne ich. Glaube ich. Ah, das verwirrt mich sehr hier. Hui! So, und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Einfach hier. Vielleicht hätte ich hier nicht runterspringen sollen. Denn jetzt muss ich es nochmal machen. Yay! Sailor Moon muss ich mir auch nochmal anschauen. Oh ja, hätte ich auch voll Bock drauf eigentlich. Ja, ist eigentlich eine gute Idee. Auch wenn ich sehr viel nachholen muss eigentlich. Ja, also andere Animes. Ja. Ich glaube, ich muss dieses Lichtding hier loswerden. Ich werde nicht los. Jetzt bin ich ihm los. Oh Mann. Ernsthaft.
Ich musste mich da irgendwie hochkommen. Schaffe ich nicht so rüber? Wirklich nicht? Das ist ja doof. Ich weiß, Tentakel, ich weiß. Deswegen fange ich jetzt auch nichts an, was ich schon kenne. Auch wenn ich Bock hätte. Ich halte mich zurück. Geht doch. So zwei so eine Dinger brauche ich. Ich mag am liebsten die aus den 80ern und 90ern. Was? Wie jetzt? Oh mein Gott, was? Ach du heilige. Oh Gott. Yay! Spiegel verkehrt. Ich meine, nicht spiegelverkehrt. Ist alles auf dem Kopf. Ja, super. Das ist ja mal sehr interessant. Ja, kommt meist zu Weihnachten, aber in welchem Programm? Ich kann ja nicht wirklich mehr Fernsehen schauen. Kann ich irgendwas kaputt machen? Da komme ich hoch. Oh mein Gott. Da komme ich auch hoch, oder? Warte mal. So. Ja. Ups. Muss auf Kika kommen. Ohne Scheiß, ich würde es mir anschauen. Das fand meine Mutter auch immer cool. Mist. Okay, ich muss aufpassen. Scheiße. So. Ich muss aufpassen, wie ich jetzt da hochspringe. Ich in der Suppenschüssel. Ja, ich weiß. Oh mein Gott, ja. Ja. Oh ja. Okay, das war nichts. Das war zu. Das wird ja lustig. In den 80ern gab es eine Serie, die hieß Schatten der Eule. Ja, super, toll. Soll ich mich jetzt freuen? Zum Glück bin ich da noch nicht geboren. Ich kam erst in den 90ern. Scheißendreck.
Vielleicht darf ich nicht so aggressiv dahin springen. Kommt doch Pippi Langstrumpf. Sorry, ich mag das auch. So. Erste. Ach, kommt er auch? Was? Ach so, wegen dem Licht. Das war sehr interessant gerade. Pippi Strumpflang. Haha. Weiß ich gar nicht, wo das ausgestrahlt wird. Das kam, glaube ich, auch immer ZDF oder ARD oder so. Wobei, wir haben eigentlich auch die DVDs davon. Ja, wir haben DVDs. Jetzt muss ich bestimmt hier lang. Das Spiel geht schon eine ganze Weile. Das finde ich ganz cool. Scheiße, jetzt sind die Dinger weg. Das war schlecht. Das war ganz knapp. So, mit dem Kopf über habe ich eigentlich gar nicht so eine großen Probleme. Ich habe Gravity Rush gespielt, die zwei Teile. Da fliegst du Kopf über, kreuz und quer in dem Spiel. Und ich habe in beiden Spielen Platin geholt, deswegen, ja, das ein bisschen Gewöhnungssache. Da musste ich auch die ganze Zeit Kopf über fliegen. Das war zuerst, habe ich die ganze Zeit so gesessen. Das war übel. Das Spiel ist aber richtig geil. Also die zwei Anime-Games da. Die sind schon cool. Oh, warte. Okay. Oder spiegelverkehrte Steuerung. Ja, spiegelverkehrte Steuerung finde ich richtig ätzend. Nee, das ist ätzend. Verdammt, wie soll ich denn da. Ich muss da irgendwie rüberkommen.
Ah, spiegelverkehrte Steuerung, lass mal stecken. Scheiße, wie soll ich denn das machen? Mich verbrennen je. Nein, tust du nicht. Tust du nicht. So, was mache ich jetzt falsch hier? Ich muss ja irgendwie darüber kommen. Ich werde Heiligabend zocken, ersten Weihnachtstag zocken, Weihnachtstag, also zweiter Weihnachtstag zocken. Ja, was soll man auch großartig machen, also. Wartet mal. Ich werde da nicht rüberkommen, weil. Nee, nee, ich muss da irgendwie rumkommen. Ich weiß nur nicht, ich stelle mich gerade an, ich weiß es nicht. Wow, okay, so hart möchte ich jetzt nicht auf den Boden klatschen. Okay. Jetzt kann man was Neues probieren, auf jeden Fall. Warte. Warte. Scheiße, ich habe gedacht, ich kann es mitnehmen. Nee, das ergibt auch keinen Sinn. Okay. Ich versuche, Pladins vorzubereiten. Mach das. Jetzt, meine Güte. Bis ich mal darauf gekommen bin. Aber das mag ich, wenn man 100 Mal probiert und dann findet man es irgendwann heraus. Am 24. kommt 2015 der Film von Eureka 7, Ghost in the Shell, Erispor. Oh, okay. Kenne ich alles, aber warum nicht? Es regnet gerade sehr doll bei mir. Ah, sie kann das jetzt einsetzen. Sehr cool. Endlich! Wie schön.
geht ihre Stimme wieder. Wahrscheinlich hier, ne? Ja. Huch! Welcher Knopf? Verblasst es auch? Ich sehe schon. Ich muss mal schnell hier rüber. Oh nein, es geht nicht. Verdammt, 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 verdammt. Komm nicht rüber. Nein! Wir schaffen das! Oh, das war aber knapp. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht kopfüber machen. Das wäre ein bisschen übel. Liz, wann sollte ich die Fairy-Tale-Filme gucken oder haben die rein gar nichts mit der Serie zu tun? Ist das egal? Es kommen da Charaktere vor, die du erst später kennenlernen wirst in den Filmen. Deswegen musst du wissen. Also ich würd erst die Serie schauen. Weil da sind halt Charaktere, vielleicht spoilerst du dich da mit ein paar Charakteren. Wobei, eigentlich ist es ein... Nee, es sind mehrere Charaktere. Du würdest dich denn damit spoilern? Also kannst schon schauen, aber weiß ich nicht, ob du es denn so cool finden würdest und dich dann fragst, hä, wer sind die denn? Ansonsten könnte man sich die Filme eigentlich schon anschauen. So, was muss ich jetzt... Achso, schon wieder vergessen. Okay. Nein! Komm, du schaffst es. Verdammt, du doofe Kuh. Mist. Ah. Wieder zu ungeduldig gewesen. Wow, jetzt komme ich gar nicht mehr hoch, oder was?
Es gibt 277 Plus-Folgen, da kommt noch einiges. Ja, deswegen. Man würde sich halt mit Charakteren spoilern. Die erst noch kommen. Wunderschön. Wunderschön. Jetzt geht's wieder nach unten. Aber ich wollte doch nach oben.